Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei uns im Garten. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Ja, keine Sorge, ich laufe hier nicht rum mit der Giftspritze. Nein, ganz im Gegenteil. Ich schütze unsere Pflanzen ja vor diversen Krankheiten. Das ist nämlich gerade sehr aktuell. Ihr bekommt es wahrscheinlich mit auf YouTube oder auf Instagram. Ganz viele Gärtner berichten im Moment davon, dass die Gurken im Speziellen vom falschen Mehltau befallen sind. Ja, Leute, und darüber geht's heute in der Folge. Wir unterhalten uns mal, wie könnt ihr eure Pflanzen, egal ob Gurken, egal ob Tomaten, Zucchini, ja, wie könnt ihr die jetzt bei dieser schlechten Witterung mit viel Regen gerade im Moment in Deutschland gegen den falschen Mehltau schützen? Ja, und das gucken wir uns jetzt zusammen an. Und wenn ihr zum ersten Mal einschaltet, ja, wir nehmen euch hier mit auf die Reise in unsere Selbstversorgung, beschäftigen uns hier viel mit Gartenthemen, mit Pflanzen und ja, ihr seid herzlich eingeladen, uns zu folgen, deshalb gleich mal ein Abo dalassen. So, und jetzt geht's los. Bevor wir in die Praxis starten, gibt's mal eine kleine Theorieeinheit zum Thema, ja, Pilzinfektion, Blattkrankheiten, speziell bei den Kürbisgewächsen, das heißt bei Melone, Zucchini, Kürbis, aber eben heute vor allem soll es sich um die Gurke drehen. Das ist nämlich alles eine Pflanzenfamilie. Und diese Pflanzenfamilie ist besonders anfällig für Pilzerkrankungen. Und heute im Speziellen sprechen wir über den falschen Mehltau bzw. den Mehltau. Ja, es ist so, dass ich gerade eben von einer Betriebsbesichtigung zurückkomme. Ich habe mir heute eine Großgärtnerei angeguckt hier in der Umgebung. Und es handelt sich dabei um einen Biobetrieb und die machen viel unter Glas und Folie, das heißt viel Tomaten, viel Gurken. Da habe ich heute einfach mal geguckt, wie weit ist denn der, ja, der Erwerbsbauer, Gärtner, wie, ja, was macht er gerade so, wie sehen dem seine Pflanzen aus? Das ist nämlich ein ganz, finde ich, wichtiges Thema, dass man sich immer so ein bisschen auch austauscht. Auch vielleicht ihr privat in euren Gärten sprecht mit euren Freunden, Familien. Wie sieht es bei denen im Garten aus? Könnt ihr irgendwas Besonderes dort beobachten? Vielleicht könnt ihr Tipps mitnehmen. Ich habe heute auf jeden Fall wieder viel gelernt. Und das möchte ich gleich an euch weitergeben. Ihr sollt ja hier auf dem Kanal einen Mehrwert haben und vielleicht auch ein bisschen was für euch mitnehmen in den Garten. Ja, also wir schauen uns mal an, wie man den Mehltau überhaupt erkennt und was begünstigt denn speziell dieses Jahr den Mehltau so besonders. Und das ist in allererster Linie die, ja, teilweise, vor allem erstmal das nasse Wetter, der viele Regen. Jetzt haben wir hier aber einen Folientunnel, wie ihr sehen könnt, und hier regnet es eigentlich gar nicht, was schon mal sehr gut ist. Das heißt, die Feuchtigkeit kommt schon mal nicht durch den Regen, das können wir hier sehr gut beeinflussen. Es ist aber so, dass die Luftfeuchtigkeit in den letzten Tagen, weil es so viel regnet, sehr hoch ist. Und hier im Tunnel, in unserem Folientunnel, ja, da ist es wirklich wie in so einem Tropenhaus, es ist sehr, sehr feucht. Und das ist jetzt einer der größten Nachteile hier an so einem Folientunnel. Es ist super schwer, den Folientunnel zu belüften. Das heißt, die Pflanzen, speziell in der Nacht, die stehen hier sehr feucht. Das mögen die Tomaten absolut gar nicht. Deshalb sollen wir die immer überdacht anbauen. Aber auch die Gurken, die es prinzipiell eigentlich mögen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, auch die haben jetzt ihre Probleme. Und was ganz besonders wichtig ist, ist, dass ihr euch Zeit nehmt und eure Pflanzen regelmäßig kontrolliert. Und ganz ausschlaggebend für die Gesundheit der Pflanze sind die Blätter. Und ich bin kein Profi, das weiß ich. Ich bin noch am Lernen, aber ich kann euch schon mal sagen, die Blattfarbe bzw. ja, zum Beispiel gelbe Flecken auf den Blättern. Ja, das ist wie so ein Buch, das man lesen muss, aber dazu muss man auch in der Lage sein, erstmal zu verstehen, was will die Pflanze mir zum Ausdruck bringen. Gelbe Verfärbungen auf den Blättern könnte ein Hinweis sein, zum Beispiel auf ja, zu viel Wasser, übergießen. Es kann aber auch gleichzeitig ein Zeichen sein für Nährstoffmangel. Und ganz im Speziellen eben auch das Thema Mehltau oder falscher Mehltau. Der Mehltau ist ein Pilz, der sich auf der Blattoberfläche, ja, durch Sporen vermehrt. Und der echte Mehltau, den könnt ihr auf der Blattoberseite erkennen, wenn sich dort ein weißer Film bildet, das heißt, sich der Pilz ausbreitet. Wohingegen der falsche Mehltau sich auf der Blattunterseite ausbreitet.
Und erkennen tut man es spätestens dann, wenn ihr starke Verfärbungen hier am Rand der Blätter habt, die dann auch irgendwann absterben, diese Stellen. Und da gibt es verschiedene Stadien. Angefangen von einem super gesunden Blatt ohne Nährstoffmangel, ein sattes, tiefes Grün, wohingegen eine komplette Gelbverfärbung, ein heller Werden auf einen Nährstoffmangel hindeutet. Und dann fängt das Ganze irgendwann an, fleckig zu werden. Und dann ist es super interessant zu beobachten, wie breitet es sich aus. Dann gucken wir uns die Blattunterseite an und da sehen wir hier einen weißen Film und das heißt, hier ist der Mehltau. Das heißt, wir haben hier einen Pilzbefall. Und ja, jetzt ist es eigentlich schon zu spät, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Wir wollen hier nach den Grundsätzen der biologischen Landwirtschaft arbeiten. Das heißt, Fungizide, so nennt man das Spritzmittel gegen Pilzbefall, das kommt bei uns nicht in Frage. Deshalb müssen wir, ihr habt ja gesehen, ich war mit der Spritze unterwegs, auch im biologischen Anbau werden die Pflanzen gespritzt. Da wird aber kein Gift ausgesprüht, kein Fungizid, Pestizid, sondern es wird Pflanzenvorsorge betrieben, also eine Vorsorge, eine Kräftigung der Pflanze mit zum Beispiel Ackerschachtelhalmkonzentrat. Ihr könnt Jauchen verwenden. Und heute verwende ich ein Mittel, das eine Vorsorge, also prophylaktische Behandlung gegen den Mehltau darstellt. Und zwar mit Milchsäurebakterien. Und wie der Name schon sagt, nutzen wir dafür tatsächlich Milch. Die enthält nämlich Milchsäurebakterien. Ja, und diese Milchsäurebakterien unterstützen die Pflanze bei der Abwehr der Pilzsporen, damit sich der Pilz gar nicht erst ausbreiten kann. Das bedeutet also, wenn eure Pflanze bereits so aussieht, ist es schon zu spät. Ihr könnt aber die gesunden Pflanzenteile, die sich meistens weiter oben befinden in der Pflanze, also der neue Auswuchs, den könnt ihr durch regelmäßiges Spritzen von Ackerschachtelhalmkonzentrat und vor allem Vollmilch schützen. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken, was noch zu retten ist. Und eins habe ich heute eben beim Erwerbsanbau bei einer Großgärtnerei gelernt. Die Pflanze muss gerade bei solchen Witterungen sehr frei stehen. Wir müssen für viel Luftzirkulation sorgen. Das heißt, engständige Pflanzen, wenn ihr einen zu engen Pflanzabstand gewählt habt, dann ist das schon der erste Fehler. Beim Mehltau dreht sich nämlich eigentlich alles darum, die Krankheit gar nicht erst ausbrechen zu lassen. Das heißt, Vorsorge, Vorsorge und Vorsorge. Und die Vorsorge beginnt also schon beim Pflanzen. Falscher Pflanzabstand heißt zu dicht gepflanzt, zu viel Blattwerk, zu viel Blattmasse auf einer geringen Fläche erhöht die Luftfeuchtigkeit, erschwert das Abtrocknen der Pflanze und dann habt ihr eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eure Pflanzen ja, krank werden. Dazu kommt hier im Folientunnel das Thema Belüften. Auch das haben wir zu stiefmütterlich behandelt. Das war ein großer Fehler. Wir hatten nämlich gedacht, dass wir die Türen jetzt alle schließen, solange es regnet, damit wir die geringe Wärmeentwicklung, die durch die Sonneneinstrahlung hier entsteht, einfach halten können, um das Pflanzenwachstum durch Wärme anzuregen. Aber das war tatsächlich ein Fehler rückblickend betrachtet, weil wir jetzt eben die Feuchtigkeit hier lange eingesperrt haben. Und ja, jetzt gucken wir mal, was da noch zu retten ist und vor allem, was die ersten Maßnahmen sind, bevor ich hier anfange zu spritzen. Dazu geht's mal in den Bestand. Hier sehen die Pflanzen wirklich noch sehr, sehr gut aus und das ist auch wirklich gut so. Jetzt müssen wir nur mal eine Etage tiefer gehen, denn da unten am Boden ist die Luftfeuchtigkeit am allerhöchsten. Also oberhalb der Erde. Und wie ihr seht, sind die Gurken sehr dicht gewachsen. Das hat damit zu tun, dass wir beim Ausgeizen ziemlich vorsichtig waren. Ihr kennt es vielleicht selber, ihr seid richtig froh, dass die Pflanzen endlich beginnen zu wachsen. Und wir haben hier ziemlich viele Seitentriebe, vor allem bei der Einlegegurke, bei der Snackgurke. Und wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir die eintriebig erziehen, damit hier unten einfach weniger Blattmasse herrscht. Da
könnt ihr jetzt auf dem Bild sehen, da bilden sich die ersten Flecken auf den Blättern. Das heißt erstmal nicht viel, weil es auch ziemlich natürlich ist, dass die älteren Blätter irgendwann abgestoßen werden, weil sie eventuell kein Sonnenlicht mehr erhalten und dann stößt die Pflanze auch die Blätter automatisch ab. Das ist eigentlich wie bei uns Menschen. Wir verlieren ja auch Haare und Hautschuppen, aber wir müssen es trotzdem immer gut beobachten und im Auge halten. Nehmen wir jetzt mal hier die Schlangengurke. Die Schlangengurke ist eigentlich so gezüchtet, dass sie nur eintriebig wächst. Aber hier unten können wir erkennen, dass da schon ein zweiter Trieb wächst. Den müssen wir jetzt unbedingt ausbrechen, damit hier einfach mehr Luft dran kommt. Und auch hier unten, da kann man es eben sehen, hier haben wir ein natürlich gealtertes Blatt. Das seht ihr, das wird immer heller und gelber und stirbt irgendwann ab. Das heißt, hier sieht es sehr gut aus noch. Da haben wir noch keine Erkrankungen. So, jetzt gehen wir aber nochmal an die nächste Pflanze. Hier im hinteren Bereich, da haben wir die Einlegegurken. Und die neigen dazu, mit sehr vielen Trieben zu wachsen. Die wachsen also mehrtriebig. Und da waren wir leider ja einfach nicht dahinter. Und wie gerade eben schon gesagt, na, man ist, freut sich ja auch, wenn die Pflanze stark wächst. Aber genau das wird uns jetzt zum Verhängnis, wenn wir jetzt nämlich mal da hinten reingreifen und das Blatt abziehen. So, dann sieht das schon mal gar nicht mehr so gut aus. Das lege ich jetzt gerade mal hin und versuche das für euch einzufangen. Und da seht ihr, wir haben hier klare weiße Verfärbungen. Und das deutet ganz klar auf den falschen Mehltau hin, weil eben die weiße Verfärbung an der Blatthinterseite ist und nicht auf der Blattvorderseite. Und wir können jetzt den Verlauf vom Pilzbefall ganz gut erkennen. Und zwar wird der Pilz, geht in die Zellen des Blattes, der Pflanze und ja, der echte Mehltau, der befindet sich nur auf der Blattoberfläche und der falsche Mehltau geht eben auch in die Zellen rein. Das heißt, es beginnt auf der Blattunterseite und dann können wir irgendwann auch oben sehen, dass die Blätter absterben. Das Ganze passiert erst lokal und wird immer wieder durch die Äderchen hier getrennt und irgendwann wird es aber eben aufs ganze Blatt übertragen und führt dazu, dass das Ganze abstirbt. Und ja, das heißt, wir fangen jetzt erstmal an und tun hier radikal die Triebe ausbrechen und sorgen für eine starke Unterlüftung oder Durchlüftung in der Kultur. Und was ich jetzt eben auch im Erwerbsanbau gesehen habe, ist, dass die ganzen Gärtner wirklich alle Blätter im unteren Bereich, ähnlich wie bei den Tomaten, ausbrechen. Das heißt, dass einfach die Blätter vom Boden wegkommen. Und das heißt, immer da, wo die letzte Blüte war, zum Beispiel, wenn jetzt hier die letzte Frucht gewachsen ist, dann wird ja an der nächsten Blattachsel wieder eine Frucht entstehen und immer so weiter. Sieht man ja, wir sind jetzt bereits schon hier ziemlich weit oben angelangt. Das heißt, wir entfernen jetzt auf jeden Fall mal die unteren Blätter. So, schnipp, schnapp, ab. Und das Ganze legen wir jetzt nicht in der Erde, auf die Erde, auch wenn ich ein großer Fan vom Mulchen bin. Aber wenn hier eben schon Krankheitserreger und Sporen, also Sporen, wir reden ja von einem Pilz, dran ist, dann kommt das weg, möglichst weit weg. So, und ja, an der Stelle mal ein kleiner Tipp. Ich mache das so, wenn ich diese Pflanzen ausgeize, dann schaue ich mir die Pflanze von allen Seiten an. Das ist, finde ich, bei den Tomaten immer wieder verblüffend. Man schneidet da irgendwo einen Geiztrieb weg und denkt mal, ist durch. Und dann gehe ich gerade noch mal auf der anderen Seite zurück und sehe, da sind auch noch Geiztriebe, die ich von der Seite und von der Perspektive hier gar nicht sehen konnte. Deshalb der Tipp, guckt euch die Pflanze von allen Seiten an und konzentriert euch immer auf eine Pflanze und geht dann, wenn ihr wirklich fertig seid, erst zur nächsten Pflanze über. So, und wie gesagt, wenn man eben so einen Folientunnel hat und nicht im Freiland anbaut, dann sollte man sich ohnehin immer auf einen Trieb konzentrieren. Das macht überhaupt keinen Sinn, die Pflanze mehrtriebig wachsen zu lassen. Die Wege werden hier wachsen zu, man hat immer weniger Platz zum Laufen und dann kommt eben jetzt noch die Thematik einfach mit der hohen Luftfeuchtigkeit dazu. Das bringt einfach gar nichts, ist einfach so. Auch wenn es weh tut, aber es ist im Endeffekt besser als die Ernte oder die Pflanze komplett zu verlieren. Und deshalb einfach rigoros drauf zuschneiden.
Die Pflanze haben wir auch schon einmal mit dem Tomatenhaken abgelassen. Das heißt, die ist schon 2,20 Meter ungefähr hoch gewesen. Und wir haben die jetzt hier schon auf dem Boden abgelegt. Und wenn wir die ablassen, die Pflanze, ist es umso wichtiger, dass sich im unteren Bereich keine Blätter mehr befinden. Ansonsten würden wir die Blätter immer weiter auf die Erde legen. Und das begünstigt natürlich zusätzlich noch den Mehltau, weil die Blätter ja dann ständig auf der Erde nass werden. Und so überträgt sich die Krankheit noch schneller. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Reihe durch und dann gucken wir uns einfach mal das Vorher-Nachher-Ergebnis an. Das heißt, wir gehen das noch einmal kurz hier mit der Kamera rein, nehmen die Perspektive auf und dann gucken wir, was sich getan hat, wenn ich fertig bin hier mit dem Ausgeizen. Wie man sehen kann, hier gibt es ziemlich viele Gurken noch, die hätten ausreifen können. Aber da muss man einfach knallhart sein. Es bringt euch einfach gar nichts. So, und jetzt gucken wir mal im Vergleich. Die erste Pflanze hatte ich ja jetzt ausgegeizt. Hier unten habe ich noch zwei Blüten. Da wachsen noch Gurken, aber die Blätter habe ich jetzt komplett im unteren Bereich entfernt. Und man sieht gleich den Unterschied. Die Pflanze bewegt sich hier schon im Wind. Das ist ein sehr gutes Zeichen, auch wenn es gar nicht so windig ist. Die Luft kommt jetzt einfach hier besser rein. Und jetzt geht es hier einfach weiter mit den Trieben, die auf dem Boden liegen. Die müssen alle weg. Vor allem, weil es hier eine Schlangengurke ist. Die muss überhaupt nicht mehr triebig wachsen. So, also die Aufnahme für euch. So sieht es aktuell aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier alles freigeschnitten ist. Bereit für den Vorher-Nachher-Vergleich. Ich finde es ziemlich krass und es sieht, ja, es fühlt sich richtig an und es sieht auch irgendwie richtig aus. Also es sieht jetzt zumindest genauso aus wie bei dem Gärtner, bei der Gemüsegärtnerei, wo ich gerade eben war. Also wie ihr seht, kann man jetzt wieder frei hier durch den Folientunnel laufen. Es erleichtert die Ernte, es erhöht die Luftzirkulation hier zwischen den Pflanzen. Die Reihenabstände von ca. 50 bis 60 cm waren definitiv richtig gewählt. Da ist uns auf jeden Fall kein Fehler unterlaufen. Und jetzt gehen wir gleich nochmal zusammen durch und dann könnt ihr mal sehen, wie luftig das Ganze jetzt einfach wieder ist. Und davor zeige ich euch noch den Haufen, wie viel ich gerade hier rausgeschnitten habe. Und natürlich blutet mir in dem ersten Moment das Herz, weil ich habe jetzt so viele Blüten und Fruchtansätze weggeworfen. Wer von euch weiß, wie ertragsreich die Essig- oder die Einlegegurken sind, dann ja, wisst ihr, wie krass die wuchern können. Und das habe ich halt jetzt richtig eingedämmt. So, einen Blick werfen wir zusammen auf den Haufen. So sieht das Ganze aus. Wahnsinn, ein ganzer Haufen voll mit Blattwerk und Blüten und Früchten. Also wenn ich meinen Fuß daneben stelle, ja, schon ziemlich hoch und ziemlich viel Masse. Aber jetzt seht ihr selbst, wir haben jetzt zwischen den Pflanzen einfach wieder den richtigen Abstand und einfach Luft. Und ihr seht auch jetzt hier unten, die Gurke, wenn wir die jetzt ablassen, dann ist nur der Stängel auf dem Boden, aber nicht mehr die Blätter. Das heißt, umso weiter jetzt die Fruchtansätze hier nach oben wandern, umso weiter gehen wir auch mit den Blättern nach oben. Und jetzt gehen wir mal bis zum Ende der Reihe. Man sieht auch wieder, der Boden ist frei. Ich habe tatsächlich viele Schnecken gesehen. Ich habe viele Blattläuse gesehen. Es hat mich schon gewundert, warum wir so viele Marienkäferlarven hier im Tunnel haben. Der Marienkäfer bzw. die Larve ernährt sich ja von Blattläusen und ist damit ein super Nützling. Und ja, das kann sich doch jetzt sehen lassen. Wir werfen gerade doch mal einen Blick auf die Marienkäferlarve hier im Bild. Ich versuche jetzt mal hinzuzoomen. So sieht die aus. Hat so ein paar orangene Flecken an den Seiten. Und wenn ihr die in eurem Gewächshaus oder in eurem Garten seht, auf gar keinen Fall entfernen oder töten. Die frisst nämlich eure Blattläuse. Also das ist ein wirklich super Nützling. Und tatsächlich sammle ich die dann immer ab, ganz vorsichtig natürlich, und setze die dann auf die Pflanzen, die sehr stark mit der Blattlaus befallen sind. Also das ist wirklich das allerbeste Mittel gegen Läuse, kann ich euch versprechen. So Leute, jetzt kommen wir zum zweiten Teil und zwar der Vorsorge gegen die Pilzerkrankung. Und zwar haben wir jetzt hier eine gewöhnliche Flasche mit einer Düse vorne, eine Druckflasche, und da ist ein Volumeninhalt von 3 Liter Füllvolumen. Und wir mischen jetzt die Vollmilch mit einem Verhältnis 1:8.
in lösen wir die Milch im Wasser auf. Das heißt, hier bei 3 Liter kommen ungefähr 400 Milliliter Milch rein. Und dazu spritze ich auch noch Ackerschachtelhalmkonzentrat. Das ist grundsätzlich sehr gut für die Pflanze und stärkt eben die Pflanze vor Befall von Schadinsekten, stärkt einfach die Pflanze. Ich bin kein Biologe, sonst könnte ich euch das jetzt ausgiebig erklären, aber lest euch gerne durch, was es genau macht. Ich füge euch den Link unten rein, weil ja, bis jetzt, meine Pflanzen sind so vital wie noch nie. Und während viele Leute ja mir erzählen, dass sie Probleme haben bei ihren Pflanzen, muss ich echt sagen, egal ob Tomate, egal ob Gurke, wir machen die Anwendung regelmäßig auch mit EMs, also effektiven Mikroorganismen, die mischen wir auch mit rein und auch noch Brennnesseljauche. Oh Mann, ja, das wird jetzt auch gleich richtig stinken, weil auch Brennnesseljauche ist hier mit drin. Aber wir leben ja hier auf dem Land und sind hart im Nehmen, wenn es darum geht, so das Ganze noch enttütteln. Und dann versuchen wir jetzt die Blätter von unten vor allem und von oben auch anzusprühen. Das Ganze kann im Sommer wirklich ganz schön krass stinken. Wer von euch schon mal Milch im Auto hatte im Sommer, wenn da mal Milch oder eine Sahne ausgelaufen ist, dann könnt ihr wahrscheinlich nachempfinden, wie es hier im Sommer stinkt. Aber was tut man nicht alles für gesunde Pflanzen, oder? Ja, und das wird jetzt bei mir noch einen Moment länger dauern. Wir sehen uns also, wenn ich einmal hier durch bin. Deshalb, boah. Das ist echt ekelhaft. Brennnesseljauche. Naja, bis gleich. Ah, fertig, Leute. Wieder ein richtig effektiver Tag heute. Richtig geil. Heute ist Mittwoch. Das heißt, 4 Tage bevor das Video rauskommt. Ziemlich aktuell. Deshalb war es mir auch so wichtig, das heute in den Kasten zu kriegen, um das mit euch zu teilen. Das Wetter, ja, die Wettervoraussicht ist so, dass das Wetter die nächsten Wochen immer wieder unbeständig bleibt und immer wieder auch Regen kommt. Und ja, das heißt, dieses Thema bleibt definitiv wie die nächsten Wochen aktuell. Ich gönne mir jetzt hier mein alkoholfreies Oettinger, weil die tägliche Vitamin Ö-Dosis, ja, die ist nicht zu vernachlässigen. Und wie ihr seht, der rote Stuhl, das heißt, es gibt jetzt eine kleine Laberpassage zum Abschluss, einen philosophischen Teil. Ich möchte euch noch ein paar Gedanken mitteilen, Erfahrungen mitteilen und wir schließen jetzt erstmal das Thema da drin mit dem Mehltau ab. Nochmal kurz zusammengefasst, ja, beim Mehltau, beim falschen Mehltau handelt es sich um eine Pilzerkrankung der Blätter. Beim Mehltau, beim echten Mehltau befindet sich ein weißer Pilzbefall an der Oberfläche der Blätter, meistens gegen Ende der Gartensaison, da kennt ihr das. Und eigentlich ist es so der natürliche Tod der Zucchini und der Gurke, wenn es einfach im Herbst dann so nass wird und dann ist alles irgendwann weiß und die Pflanze stirbt ab. So, das Ganze wollen wir aber nicht zu Beginn der Gartensaison oder in der Gartensaison, so wie es jetzt aktuell ist. Wir haben ja heute den 3. Juli und da wollen wir nicht, dass unsere Pflanzen ja schon das Zeitliche segnen. Deshalb müssen wir uns eins merken, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und beim falschen Mehltau gibt es keine Nachsorge. Da gibt es nur eine Vorsorge. Wenn ihr nämlich einen Mehltaubefall habt, dann könnt ihr die Pflanze im schlimmsten Fall komplett abschreiben. Deshalb seid aufmerksam, wenn ihr durch eure Kulturen geht, guckt euch die Blätter gut an. Und wenn ihr einen Verdacht habt, wenn der Verdacht sich bestätigt, dann ist es einfach schon zu spät. Ihr müsst jetzt Vorsorge betreiben, das heißt, entfernt die Blätter, schaut, dass es luftig steht, lasst die Gewächshaustüren offen, wenn ihr ein Gewächshaus habt, sorgt für eine gute Durchlüftung. Und verhindert einfach, dass die Feuchtigkeit in den Pflanzen steht. Und ein anderer Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe, ein wichtiger Punkt zum Thema Vorsorge. Wie kann ich gegen Mehltau vorsorgen? Das fängt eben ja schon bei der Pflanzung an, durch den richtigen Reihenabstand. Darauf wollte ich aber nicht hinaus, sondern es geht noch einen Schritt weiter zurück.
bei der Vorzucht der Pflanzen, und zwar ganz einfach. Es gibt sehr viele Sorten, die mehltauresistent sind. Das heißt, auch schon bei der Pflanzenauswahl, da trefft ihr schon die erste Vorsorge gegen Mehltau. Und wenn wir da noch einen Schritt weiter gehen, dann kommen wir auf das Thema veredelte Gurken und Zucchini. Zucchinis weiß ich gar nicht, ob sie veredelt gibt. Aber Gurken gibt es ja veredelt. Die kosten dann auch im Gartencenter 7 Euro statt 3 Euro. Und die Veredelungsgrundlage ist dann eben ein Kürbisgewächs, das eine natürliche Mehltauresistenz hat. Und dadurch hat auch dann die aufgekropfte Pflanze, eben die veredelte Pflanze, hat dann auch eine natürliche, ist natürlich robust gegen den Mehltau, also resistent. Ja, gut. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ach so, eins noch. Die ganze Sache hier mit dem Spritzen von der Milch, die müsst ihr wirklich oft wiederholen. Guckt nochmal nach. Ich schreibe es auch nochmal unten in die Beschreibung rein, was da so im Internet zu finden ist. Aber mit einem Mal ist es nicht getan. Ihr müsst das regelmäßig machen, vor allem jetzt. Gut, Thema abgeschlossen. Erstmal Prost. Ja, natürlich dürft ihr auch in die Kommentare reinschreiben, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Beim letzten Video zum Thema, was müssen Hühnereier kosten? Junge, 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 Junge. Da sehr viele coole Kommentare. Ich habe mich sehr darüber gefreut, aber einer, der hat gemeint, er muss da richtig Rambazamba machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das hat mir echt, fand ich richtig, ja, auf gut Deutsch Müll, aber damit muss man leben, wenn man sein Leben irgendwie öffentlich darstellt. Naja, ja, was habe ich noch zu sagen? Ich war ja heute diesen Betrieb angucken, werde ich auch unten drunter verlinken, weil ich das echt cool fand. Das ist die Uhlenburg hier zwischen Bielefeld und Hannover, Uhlenburg Gärtnerei, und das ist auch der, da gibt es auch den Uhlenburg Hofladen, der verkauft das Gemüse von dieser Gärtnerei, und die sind auch auf diversen Märkten zu finden. Die verkaufen ihr Obst, Gemüse, die haben auch Himbeerkulturen, die verkaufen auf jeden Fall ihre Erträge auf diversen Märkten hier in der Umgebung, ich glaube in Herford, in Bielefeld, in Bünde. Guckt euch die Homepage an, wenn es euch interessiert. Ich habe mir auf jeden Fall heute den Betrieb angeguckt, weil ich natürlich immer sehr interessiert bin, was der Berufsgärtner alles so macht. Wie weit sind die Pflanzen dort? Wie pflanzen die überhaupt an? Pflanzen die in Erde? Pflanzen die in Eimern? Das hat mich super interessiert. Darum bin ich da heute hingefahren, und da bin ich immer sehr forsch. Und natürlich habe ich vorher gefragt, ob ich mir den Betrieb angucken darf. Und die waren alle sehr freundlich dort. Und ja, die waren heute gerade beim Umtopfen bzw. beim Einsehen. Das heißt, die hatten eine Maschine, wo die Presstöpfe gemacht haben. Also diese Erdklumpen, die ihr kennt, wo eure Jungpflanzen drin sind, wenn ihr die im Baumarkt kauft. Und war ziemlich interessant. Und mir ist auch einfach die letzten Wochen hier bewusst geworden, wir wollen die Fläche nächstes Jahr auf jeden Fall erweitern und noch größer werden. Für die Selbstversorgung reichen die 200 Quadratmeter auf jeden Fall nicht aus. Und wir wollen ja auch noch zusätzlich unsere Überschüsse verkaufen an Leute, die eben interessiert sind an qualitativen Lebensmitteln. Und ja, obwohl es ein Biohof war, im ökologischen Anbau, unterscheidet sich das ja nicht großartig von der konventionellen Landwirtschaft. Also alles, was ich gesehen habe, war in Monokulturen angelegt. Ich meine, ja, das da drin ist auch irgendwo eine Monokultur, weil eben ganz viele Pflanzen der gleichen Gattung da drin stehen. Nur Tomaten, nur Gurken. Aber hinter mir im Garten, das könnt ihr ja bei uns hier regelmäßig sehen, haben wir wirklich, arbeiten wir viel mit Mischkulturen, und das erfordert natürlich viel Arbeit. Und wenn ich da heute gesehen habe, wie viele Menschen da rumlaufen, mindestens mal 5 angestellte Gärtner, 10 Hilfsarbeiter aus dem osteuropäischen Raum und viele Maschinen, viele Traktoren, die da gefahren sind, die Gewächshäuser, und das zeigt mir mal wieder, na, das funktioniert ja irgendwie, und aber da stecken Kosten dahinter, und ich glaube, das ist der Schlüssel am Ende. Man muss die Kosten so gering wie möglich halten, damit man überhaupt mit Lebensmitteln irgendwie Geld verdienen kann. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir jetzt einen Traktor für 50.000 Euro kaufe. Ja, da muss ich ja
3 Monate, 4 Monate nur arbeiten, um überhaupt die Leasingrate oder die Finanzierungsrate für den Traktor zu bezahlen. Und wenn ich mit Maschinen arbeite, dann kann ich auch nur Monokulturen arbeiten. Ich kann ja nicht eine Zucchini mischen mit Bohnen und dies und das. Nein, da muss die Maschine durchfahren. Das muss alles in einem Vorgang funktionieren. Die Arbeitsbreite muss eingestellt sein. Die Sämaschine muss auf den Krupper, auf den Striegel abgestimmt sein. Das muss ja alles funktionieren, verstehe ich ja auch. Aber es ist eine ganz andere Arbeitsweise. Das will ich damit einfach nur mal festhalten. Die Tomaten waren auf jeden Fall weiter als bei uns. Die hatten sogar schon Tomaten geerntet. Das heißt, ich habe gefragt, die Tomaten wurden im Februar eingepflanzt. Das wiederum bedeutet, dass sie beheizte Gewächshäuser haben. Ist ein Muss. Im Erwerbsanbau muss das sein, weil, wie sollen die den Preisdruck aus Spanien standhalten? Die können ja nicht, wie ich jetzt, anfangen, in 2 oder 3 Wochen Tomaten zu verkaufen, wenn die dann überhaupt reif sind. Die ernten die Tomaten wahrscheinlich schon seit Wochen. Und es muss halt auch so sein. Was ich heute noch sehr Interessantes gesehen habe, war der Anbau von Himbeeren unter Folie im Folientunnel in Töpfen. Das fand ich sehr krass. Die hatten 2,50 Meter hohe Himbeeren da stehen und die waren einfach nur in einem, ich würde schätzen, 10 Liter Eimer in so einem Baukübel. Das war krass, hätte ich nicht gedacht. Die haben halt überhaupt keine Probleme mit Rhizomen. Das war krass. Und dann habe ich noch eine Fläche gesehen, da war richtig viel Folie, Teichfolie ausgelegt. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, was da los ist. Und dann habe ich irgendwann gesehen, die haben ein starkes Problem gehabt mit dem japanischen Knöterich. Das ist diese invasive Pflanze, die ihr an den Autobahnrändern, an Gewässern überall sehen könnt. Die wird riesig. Wenn man die kennt, kennt man die. Wenn man die nicht kennt, dann schaut euch die Pflanze an. Wenn ich dran denke, verlinke ich da auch nochmal unten drunter einen Wikipedia-Bericht. Das ist so eine Pflanze, die willst du nicht in deinem Garten haben. Die vermehrt sich über die Rhizome, die kriegst du nie wieder weg. Und die hatten die dort in der Gärtnerei, ey, mein Beileid. Wenn die ins Gewächshaus reingeht, dann kannst du, da kannst du nur heulen. Naja, gut. So, ich glaube, ich habe alles erzählt. Den Rest hebe ich mir für nächste Woche auf. So sieht's aus, Leute. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und freue mich über eure Kommentare, wie immer. Nächste Woche gibt's wieder ein interessantes Thema. Ich möchte meine eigene, ich komme jetzt gar nicht drauf. Ich möchte Pflanzenkohle hier in dem Garten einbringen in der nächsten Gartensaison, weil mich das Thema sehr interessiert und ich habe darüber viel gelesen. Und ich komme da jetzt nicht drauf. Therapeter. Jetzt hört sich alles dumm an. Egal. Auf jeden Fall gibt es ein interessantes Video nächste Woche. Seid gespannt. Und ja, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und Daumen nach oben muss sowieso sein, oder Leute? Seid nicht so. Und ja, ich bedanke mich für immer und wie immer für euren Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Anton. Ciao, ciao. Ja.